Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen Union Berlin. Das sind zwei Mannschaften, Wolf, die kennen den Begriff Freundschaftsspiel eigentlich gar nicht. Die geben immer Vollgas. Jetzt haben sie den Ball verloren. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Der landet beim Torwart. Gnabry. Das ist Lewandowski. Fairer Einsatz hier. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Parade Neuer, immer noch gefährlich. Bayern München kann im bisherigen Saisonverlauf die beste Offensive vorweisen. Die Offensive ist ihre große Stärke, Wolf. Ist der beste Sturm, das will ja was heißen. Sie haben einfach die Leute, die dieses Konzept, dieses Offensivkonzept perfekt umsetzen können. Die Treffsicherheit ist da, der Ball läuft immer wieder perfekt. Und das kann natürlich auch heute in diesem Heimspiel den Erfolg bringen. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Könnte die Führung werden. Postschuss! Contra Tolisso. Super gemacht, gute Verteidigung. Ah, da wollten sie die Führung, das hat man kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Sehe ich auch so, gute Chance und dann dieser schwache Ball. Lewandowski. Schöner Pass jetzt. Da kommt er raus und hält den Ball. Jetzt nochmal die Bayern. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Gieselmann. Sie verlieren hier den Ball. Lewandowski. Pass kommt von Lewandowski. Da ist die Szene vorbei. Schirmt den Ball da super ab. Unaufhaltsam Serge Gnabry. Robert Lewandowski. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Ballverlust Bayern München. Tolles Zuspiel. Macht er gut. Und jetzt haben sie den Ball. Gnabry. Das ist Lewandowski. Thomas Müller jetzt. Da geht Robin Knoche gut dazwischen. Leroy Sané. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Tolisso. Jetzt Robert Lewandowski. Was für eine Rettungstat, gehalten. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Kimmich führt aus. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Ball wird geblockt. Tolisso. Er ist noch heiß. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen.
Hier steht es nur unentschieden und das liegt daran, dass sie viel zu wenig aus ihren Chancen machen. Also es muss besser werden. Tolisso. Die Bayern im Vorwärtsgang. Thomas Müller. Contra Tolisso. Da haben wir Tolisso. Jetzt Thomas Müller. Contra Tolisso. Glanzparade gehalten. Ecke kommt von Kimmich. Der Befreiungsschlag. Tolisso. Da ist Süle. Kimmich. Kommt jetzt die Flanke rein? Sie versuchen es mit frühem Pressing. Unentschieden hier also. Heute offensiv nicht viel, deshalb auch keine Treffer zur Pause. Und jetzt geht's hier weiter. Grischa Prömel. Guter Pass. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Ah, da ist der Ball weg. Sie verlieren hier den Ball. Thomas Müller jetzt. Ja, den hält er. Richtig gefährlich war das nicht. Tolisso. Nur Müller. Müller, da hat er den Ball verloren. Da wäre Platz auf außen. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Jetzt die Bayern im Angriff. Flanke kommt kurz. Dankbarer Ball, ungefährlich. Und jetzt Lewandowski. Klasse, wie er dahin geht. Gieselmann. Er lässt den Gegner stehen. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Und jetzt wollen sie wechseln. Tolisso. Ballbesitz Müller. Könnte was werden. Guter Pass. Da passt der Torhüter auf. Kimmich führt aus. Da ist der Ball erstmal raus. Und jetzt Müller. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Müller macht es gut. Hereingabe in die Mitte. Müller verliert hier den Ball. Sané ist kaum vom Ball zu trennen. Nun Lewandowski. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Machen sie gut. Ball erstmal weg. Vielleicht der schnelle Konter jetzt.
Grischa Prömel. Er hat Platz zum Flanken. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Klasse Tackling. Da kommt er an den Ball. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Die Bayern im Vorwärtsgang. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Da fangen sie den Pass ab. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Nur noch wenige Momente zu spielen und die Bayern spielen nochmal nach vorne. Wir sind in der Schlussphase und dieser Eckball könnte jetzt die Entscheidung bringen. Wir sehen den Wechsel. Ecke kommt von Kimmich. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Süle. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Rani Khedira. Schönes Anspiel. Jetzt kann die Flagge kommen. Spielt den Ball. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Wir gehen in die Schlussphase und hören noch mal in diese Kulisse rein. Die Fans geben hier wirklich alles. Die wollen den Sieg. Ein Tor kann das Ding jetzt hier noch entscheiden. Vielleicht der letzte Angriff. Die Bayern wollen auch mehr als das Unentschieden. Da gehen sie dazwischen bei diesem Pass von Sané. Es gibt 1 Minute Nachspielzeit. Jetzt haben sie den Ball verloren. Lewandowski jetzt am Ball. Am Ball Sané. Kimmich. Er hält diesen Ball. Sensationell. Jetzt könnte es klappen mit der Führung für die Bayern. Es gibt Eckball. Ecke kommt in den 16er. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Ja, schön geklärt, das war die Gefahr bereinigt. Jetzt pfeift der Schiedsrichter ab, unentschieden.